Nadra kommt aber tatsächlich weg und Timon flasht jetzt rein. Ich weiß nicht, ob das die richtige Idee war, denn Leo ist natürlich da. Nadra sniped ihn aber aus der Entfernung. Damit zunächst mal 2 für 1 und da kommt jetzt tatsächlich hinterher. Sie hagelt die Shutdowns. Timon. Mal sehen, ob eins der beiden Teams tatsächlich den Engage wagt. Coinflip. Der Magnet Storm ist nicht wirklich da. Oh, die Shockwave war schon mal schlecht und da kommt jetzt der Engage von Leo. Ki ist noch nicht ganz so tanky und wird als erstes fallen. Auf der anderen Seite Nadra im Chaos Storm drin, ebenfalls unten. Timon versucht es nochmal rein, wird jetzt aber impaled von Brausebär und kann da wahrscheinlich auch nicht mehr raus mit. Und vielleicht wird ihn das jetzt gleich in die Quere kommen. Brausebär aber immer noch nicht so tanky, genauso wie im letzten Spiel auch schon. Timon reift rein, bezahlt aber mit seinem Leben dafür und das ist ein 3-Mann-Stun auf die Göttinger. Jetzt ist Nadra down, Lorofatz ebenfalls und nur noch Ki, der Raid-Boss. Der ist jetzt noch übrig. Wenn dann jetzt, vielleicht kriegt man hier den Engage mit Brausebär und Coinflip. Da gehen sie jetzt schon mal auf Ki drauf. Timon geht aber rein und bekommt hier ordentlich Schaden ab, fällt jetzt auch und da sind jetzt die Resets. Für No Skin Leo, der fällt aber vermutlich direkt Nadra, flasht das Ganze raus und jetzt hat er hier Freifeuer vor sich. Double Kill, Triple Kill. Ja, jetzt kommt der TP auf jeden Fall raus und jetzt muss Berlin vielleicht nochmal die letzte Verteidigung anschmeißen. Das ist eine Wahnsinnskombination von Simsalabim, aber es reicht absolut nicht aus, denn Utah ist untouched. Der geht erstmal noch auf den Turm, vielleicht sollte er lieber die gegnerischen Gegner untouchen, aber jetzt kommt nochmal der Curtain Call. Vielleicht Utah, der ist immer noch komplett full life. Keiner geht auf ihn drauf, sie gehen auf die anderen und damit haben sie wohl hier ihr Ende besiegelt. Utah wird hier nochmal vom Glacial Frischer abgebrochen. Simsalabim und verteidigt da seinen Toplane. Jetzt ist Time wiederum da und kann vielleicht reingehen. Pop ebenfalls. Utah muss jetzt richtig aufpassen. Es sind nur 3 gegen 5 hier. Belu auf der anderen Seite versucht Richtung Nexus zu ziehen, aber Utah verteidigt derzeit noch die Midlane. Belu geht aber tatsächlich für den Finish hier und währenddessen kommen seine Teamkameraden hinterher. Keine Ahnung, versucht noch irgendwas für Utah zu machen, aber der sollte hier kein Problem mehr darstellen für die Berliner. Der kriegt noch einen, der kriegt noch 2, aber jetzt haben sie ihn down. Der Raid-Boss ist zu Ende gebracht und Berlin holt sich den Ausgleich.